Einschränken und zurücknehmen, wenn ich mein Programm, was ich mir auch für heute Abend gemacht habe, ansehe, wird es dann doch ein bisschen norddeutsch. Aber ein bisschen Seeluft hier auf der Bühne schadet ja auch nicht. Wenn sie jedenfalls zu spüren sein sollte. Ich selber komme nämlich überhaupt gar nicht von der Bordercant oder von der Küste, an der ich jetzt seit 20 Jahren lebe, sondern ich bin aufgewachsen in Westfalen. Ich stamme aus den Tiefen des Teutoburger Waldes. Und dieses Lied ist eine Jugenderinnerung, eine Erinnerung an meinen ersten Trip, an meine erste Reise aus den Tiefen der Wälder in die nächstgrößere Stadt, und das war Hamburg, 400 Kilometer entfernt. Und es stimmt so ziemlich alles, was ich jetzt darüber zu berichten habe. Und das Lied heißt Nach Hamburg. Ich war 16 Jahre alt, als ich an einem Sonntag auf der Straße stand, mit 5 Mark in der Tasche, wollte gerade ins Kino gehen. Da hielt vor mir ein schwarzer Kapitän mit weißen Reifen, guckt, ich saß am Steuer, sagte, komm, steig ein, wir wollen mal eine Runde drehen. Koti, Mensch, lass mich doch auch mal fahren, aber Koti meinte nur, wer hat den Schlitten denn geklaut, du oder ich. Nun gut, vom Kino stiegen dann auch Erika und Ingrid ein, die wollten diesen Film mit Rudolf Strack und Sonja Ziemann sehen, an und für sich. Es ist Sonntag Nachmittag, passiert jetzt mal so oder nach. Sonntagnachmittage können öde sein, können so öde sein.
ins Radio und ich ging, mussten wir dann selber singen. Und ich hab mein erstes Lied gedichtet, ganz alleine Wort für Wort. Und das ging auf der grünen Wiese, saß der Rudolf Pack und Sonja Ziemann, schummelt immer auf der grünen Wiese und so weiter und so fort. Gegen Abend kamen wir nach Hamburg, konnten die verdammte Reeperbahn nicht finden und wir stiegen bei den Landungsbrücken aus. Ich sah meine erste Möwe, hörte Schiffe tuten froh in meinem Neinsistent und 10 Minuten später fuhren wir zurück nach Haus. Es ist um der Nachmittag, passiert jetzt verloren, nein. Sonntagnachmittage können öde sein, können so öde sein. Im Rücksitz neben mir saß Ingrid und ich wollte mit ihr knutschen, aber Ingrid zierte sich. Kurz gesagt, ich stand nun mal auf Ingrid, aber Ingrid stand auf Kurti, Kurti stand auf Erika, aber Erika stand nicht auf mich. Kurti war stinksauer, als der Wagen stehen blieb mit leerem Tank und er versenkte ihn in einem tiefen Bagalopp. Späten nachts kam ich nach Hause und rauch immer noch den Wind vom Nordatlantik, ganze 10 Minuten Hamburg, aber schön war es doch. Es ist Sonntagnachmittag, passiert jetzt was ohne Nein. Sonntagnachmittage können öde sein, können so öde sein. Der Wind frischt auf und von den Docks hin dröhnen Schläge Stahl auf Stahl. Schon seit Stunden hockt die Möwe still auf einem morschen Pfahl. Ihre müden Flügel sinken, werden schwer. Und sie wird noch schwächer werden, spürt schon keinen Hunger mehr. Wenn eine Möwe in die Gischt nach Korken und nach Kippen fischt, blind und alt, nie mehr einen Bissen findet, stirbt sie bald. Was der Sturm in ihre Ohren brüllt, hört sie kaum, schließt die Augen und sie träumt schon ihre letzte Traum. Oder ob die trifft sie an ein fernes Ufer bringt.
und noch einmal gilt die Schein, ohne Tun ist Furcht und Frei. Durch die Nacht, sie liebt den Sturm und sie genießt noch einmal seine Macht. Frag nicht, wann sie stürzt und nicht, ob sie im Meer versinkt oder ob die Drift sie an ein fernes Ufer bringt. Ein Lied, das vor einiger Zeit zu einer Art Hymne geworden ist für die Friedensbewegung und das ich immer sehr gerne gesungen habe, weil es auch immer noch eins meiner Lieblingslieder ist. Nur hatte ich gedacht, dass mit den Veränderungen der politischen Weltlage das Lied endlich unaktuell werde. Und ich es nicht mehr singen muss, obwohl ich selbstverständlich als Lied gern singe. Ich meine jetzt inhaltlich, hat sich die Situation doch jetzt wieder so verändert, dass schon wieder neue Krisengebiete, neue Krisenherde da sind. Und in naher oder fernerer Zukunft doch wohl nicht an andauernden Frieden in der Welt zu denken ist. Weit in der Champagne im Mitsommergrün, dort wo zwischen Grabkreuzen und Blumen da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz finde ich, toter Soldat, deinen Namen nicht, nur Ziffern und jemand hat die Zahl 1916 gemacht und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, wenn du dort, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gelernt. Was soll der Dumm zu sterben, nicht um jung zu sein? Vielleicht dachtest du dir, ich falle schon bald, nehme mir mein Vergnügen, wie es kommt, mit Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann vor dir selber geschenkt und es doch nie getan. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft,
Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod? Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und dein Grab bildet es mehr als ein Bein, eine Hand. Ja, auch dich haben sie schon genauso belohnt, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Es blieb nur das Kreuz als die einzige Spur von deinem Leben, doch hör meinen Schwur, für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein. Fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein, dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, niemand dir die Milliarden von Toten bergreift. Doch längst finden sich mehr und mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit. Ja, auch dich haben sie schon genauso belohnt, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Bin auf meinem Weg schon so zerschlagen und träg, schon so bin müde und leer, will nach Süden ans Meer, bin auf meinem Weg ohne Wiederkehr.
seh die Welt auf dem Traum schon so, als Pilzwolke im Baum schon so. Euch Erden der Welt, eure Lügen den Mord, an Millionen, die glauben an euer Wort schon zu. Nicht nur Gräuel geschehen, schon so. Hat die Liebe gesehen, schon so. Sieh die Hoffnung, den Mut, sieh den Glaube, die Glut, das, was ich in Gesichtern von Kindern tut, schon so. Bin auf meinem Weg schon so, zerschlagen und reich schon so. Bin müde und wehn, will nach Süden ans Meer. Bin auf meinem Weg ohne Wiederkehr schon so. Nun zu einem ganz anderen Thema. Vor einiger Zeit hat ein Freund mich spät nachts an einen Ort mitgenommen, der sehr, für mich sehr gruselig war. Und das Erlebnis war gar nicht so einfach für mich zu verkraften. Ich habe mich in einer für einen Künstler oder Poeten typischen Weise in einer autotherapeutischen Maßnahme von diesen Eindrücken befreit oder sie umgewälzt oder umgesetzt, und zwar in Gestalt eines Liedes. Und mir geht es jetzt wieder gut und jetzt kriegt ihr den Salat ab. In solide gereimter Form. Das Lied könnte von meinem Lieblingsautoren Stephen King geschrieben sein, aber es ist von mir. Es ist weniger ein Lied als, wie man heute sagt, Rap oder wie wir früher sagten, Talking Blues. Also eine Geschichte. Schlachthof. Gehackt. Die Männer hier frühstücken viel und gut auf den Kitteln getrocknete Schweineblut. Sie schweigen, sind in die Zeitung vertieft, aus der jeden Tag frisches Menschenblut trieft. In der Schlachterbörse dacht sich, wir gehen, Fasi kommt rein, trinkt Kaffee im Stehen, sagt, ich gehe in den Schlachterhof, kaufe was ein. Hannes, mein Schnurrenhase, komm doch mit rein. Schneit und kalt weht der Wind vor dem Tor, drückt mir die Schreie der Schweine ins Ohr. Männer zerren vom LKW, tote Sauen am Schwanz durch den Schnitt. Die sind unterwegs schon verendet vor Schreck, ein paar von den Lebenden rennen noch weg, schreien die Kleinkinder in ihrer Not, kräuseln die Rüssel und wittern den Tod. Thank you.
Wir stolpern in Schlachthausphase, geht vor vom Panikorchester, der Schweine sind Chor, dröhnt mir der Schädel, schmerzt mir der Bauch, der Blutung wälzt sich in Schwaden wie Rauch. Über das Vieh in die Gitter gezwängt, auf den Eber, der die anderen beiseite drängt, die vom Stromschlag betäubte Sau springt, bevor sie kopfüber am Haken schwingt. Der Mann mit dem Messer sticht im Akkord, den Schweinehälse wechselt mit keinem Wort, dreht seinen Walkman voll auf und hört, damit ihn das Quieken der Schweine nicht stört. Hans Albers. Und es gurgelt und quillt ihm das Blut aus den Stiefeln bei jedem Schritt, den er tut, greift hinter sich, holt die Kornbull raus, nimmt einen Schluck, anders hält das nicht aus. Nebenan in der Halle steht Fasi am Stand, geht dahin aus, ist mit allen bekannt. Fasi sagt so, noch 3 Kilometer für Frikadellen, dann geh ins Bett. Er kauft eine Wurst, zeigt damit auf mich, Hannes, mein Schnurrenhase, die ist für dich. Ich nehme die Wurst, geh nach Hause, das wär's, um mich zu kotzen, sing ich draußen den Vers. Erst beißt es die Ratte, die sagt es dem Aal, es schwimmt eine Mettwurst im Wiesekanal. Das Lied könnte natürlich für sich alleine stehen bleiben, als Werk. Soll es aber nicht. Ich habe aus Gründen der Ausgewogenheit eine Ergänzung dazu verfasst, in der nicht von toten Schweinen die Rede sein soll, sondern von Gemüse. Ankes Bioladen heißt das Lied. Aber ich, um allen Missverständnissen vorzubeugen, ich möchte da mit diesem Lied, falls da kritische Töne anklingen sollten so verstanden werden, nicht eine ohnehin schon diskriminierte Minderheit verfolgen. Von Leuten, die sich nur mal gesund ernähren wollen. Ich selber bin auch begeisterter Biogärtner, wenn auch der Erfolg mit meiner Begeisterung nicht ganz standhält. Aber irgendwann muss man ja anfangen. In diesem Fall wende ich mich bloß gegen sagen wir mal, eine Art von religiösen Touch, den man manchmal so in solchen Läden hat, von Heiligkeit und von Weltanschauung und Ideologie. Ich gehe, weil ich im Moment kein Fleisch mehr essen mag, in Ankes Bioladen, sage laut und deutlich guten Tag. Mein Gruß wird nicht erwidert und denkt ihr wie ein falscher Ton, isoliert im Raum und dann merke ich auch schon, ich liege irgendwie daneben und ich störe hier. Der Aasgeruch des Fleischfressers haftet noch an mir. Um weiter so zu leben wie bisher, weißt du zu viel. Doch um deinen eigenen Weg zu gehen, zu einem neuen Ziel, ohne dich im Kreis zu drehen und ohne Selbstbetrug, dazu weißt du wieder nicht genug. Anke schweigt in ihrem knöchellangen, kackebraunen Rock, bleich und weggetreten, fast wie unter einem Schock. Neben ihr steht jemand, ihre Mutter, nehme ich an, ist dann doch nicht ihre Mutter, es ist ihr Mann.
Und anstatt nach knackig frischen Kräutern riecht die Luft dumpf und abgestanden bei der Bienen einer Gruft. Ich wehre mich vergebens gegen ein Gefühl von Schuld, als die beiden Blicke wechseln, voll verzeihender Geduld. Verbunden in geheimer Kenntnis vom verborgenen Sinn des Lebens, von der ich auf ewig ausgeschlossen bin. Und danke, welches schmerzlich wie erwältender Salat, der die Nichtigkeit des Seins am eigenen Leib erfahren hat. Ich bleibe so zu leben, wie ich sehr weiß, du zu viel. Doch um deinen eigenen Weg zu gehen, zu einem neuen Ziel, ohne dich im Kreis zu drehen und ohne Selbstbetrug, dazu weißt du wieder nicht genug. Ich kaufe ein Pfund Möhren, schrumpelig weich mit Erde dran, die man, wenn man sie nicht essen mag, zu Klippingen bieten kann. Bei Menschen und bei Möhren von der äußeren Gestalt Rückschlüsse zu ziehen auf ihren inneren Gehalt. Ich weiß, das funktioniert nicht immer und nicht überall. Und ich will's auch nie mehr wieder tun, nur noch in diesem einen Fall. Um weiter so zu leben, wie du sehr weißt, bin zu viel. Doch um deinen eigenen Weg zu gehen, zu einem neuen Ziel. Ohne dich im Kreis zu drehen und ohne Selbstbetrug, dazu weißt du wieder nicht genug. Freiheit war, im
fremden Wagen während mancher Einfahrt. Wenn der Motor mit mir sang, hab ich nämlich ganz gleich, was vor mir lag. Doch frei gefühlt für manche Stunde, manchen Tag. Was mich von einem Genie trennt. Der Handwerker, der seine Handwerkszeug nicht beherrscht, von einem Genie. Wer weiß. Aber ich habe auch dazu gelernt, man kann es so durchgehen lassen. Und den Rekord von vor 20 Jahren, dass ich mal eine Dreiviertelstunde lang vor 5000 Leuten meine Gitarre gestimmt habe und das dann ein Powerplay wurde zwischen Berge Wind. Die Bierflaschen, dann, die dann auf die Bühne flogen, treffen die mich nun am Kopf oder nicht? Das passiert auch nicht. Schade, es war eine schöne Zeit. Eine Jugend, nein, eine Kindheitserinnerung. Jugend und Kindheit ist im Moment etwas, womit ich mich sehr stark beschäftige, um zum Beispiel ein Bild in der Gegenwart für mich zu bekommen. Oder ein Bild von der Gegenwart.
ein Bild von mir in der Gegenwart. Und das ist eine gefährliche Angelegenheit. Man kann zum Beispiel in nostalgischen Betrachtungen hängen bleiben. Oder tatsächlich zu einer, zu einem Standpunkt oder zu einer, sagen wir mal, sagen wir lieber gar nichts, zu einer Position gelangen, die man jetzt in dieser Welt, in diesem Augenblick, an diesem Tag, in der Gegenwart einzunehmen gedenkt. So würde ich es ausdrücken. Aber wie gesagt, die Gefahr ist immer da und ich habe mich immer in Gefahren begeben. Ein von mir sehr geschätzter Kollege, Wolf Biermann, hat mal gesagt, aber mich, ich glaube, mich schätzt er nicht so sehr, aber ich ihn, wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um. Das stimmt auch nicht ganz, Moment. Ich sehe mich sitzen zwischen den Erden unten am Bach. Fülle einen Eimer mit grauer Tonerde, was ich nicht soll. Schleppe den Eimer nach Hause in den Ziegenstall, was ich nicht darf, und versuche den Ton zu kneten, ohne mich schmutzig zu machen, was ich nicht kann. Um dann ein Tier daraus zu formen, von dem ich nichts weiß, ich denke an einen Büffel, der stark ist, mutig und schön. Ich denke, das können wir so durchgehen lassen. Um daraus ein Tier zu formen, von dem ich nichts weiß, ich denke an einen Büffel, der stark ist, mutig und schön. Ich selbst bin oft sehr ängstlich und finde mich hässlich und klein. Diesen Hunger, diese Gier nach schöner Liebe, nach dem Leben, spüre ich heute noch in mir. Und gebrochen und gestillt, so ist mir als Kraft gegeben, was oft nur als Schwäche gilt. Ich rolle vier Würste, das sind die Beine, setze darauf den Rumpf, überhastet und ohne Plan. Das Gebilde knickt ein in den Knien und ähnelt so wie einem Schwein. Ich biege aus feinem Draht ein Skelett und beginne von vorn, die Figur bleibt stabil, wirkt aber plump. Ich schwitze, in den Kleidern und Haaren trocknet der Dreck. Ich setze mich auf den Boden, erschöpft und weiß keinen Rat. In der Ecke meckert der Ziegenbock, in seinen Bewegungen, im Verhältnis von Gliedern und Rumpf, finde ich etwas von einem Büffel, nur eine Idee. Und nun wächst aus vier schlanken, kräftigen Beinen wieder ein Tier, die breite, zottige Brust, der wuchtige Nacken, der kleine gehörnte Kopf tief gesenkt, der Schwanz mit der Quaste dran, und diesmal ist es ein Büffel, ein Bild der Schönheit und der Kraft. Diesen Hunger, diese Gier, nach Schönheit und Liebe, nach dem Leben, spüre ich heute noch in mir. Und gebrochen und gestillt, so ist mir als Kraft gegeben, was oft nur als Schwäche gilt.
Ich denke an meinen Vater, wenn der abends nach Hause kommt und die Mutter sagt, war es schwer, komm, setz dich und iss. Oft sehe ich ihn zu dabei, ich mag seinen Geruch nach Erde und Schweiß. Auch meine Arbeit war schwer, ich bin stolz und betrete die Küche. Und die Mutter sagt, wie siehst du denn aus? Deine Hose, das Hemd. Ich bücke mich tief, die Schläge treffen um meinen Rücken. Ich versuche den Büffel zu schützen und nur ein Hinterbein bricht ab. Ich verstecke den Büffel unter dem Bett und schlafe nicht gleich. Morgen früh zeige ich ihn den Lehrern, er hat uns erzählt, schon Urmenschen hätten aus Ton Figuren und Töpfe geformt. Und er wird sich den Büffel ansehen und sagen, gut gemacht. Nebenan höre ich, wie die Mutter zum Vater sagt, was soll aus dem Jungen bloß noch werden? Er liest nur den ganzen Tag und immer ist er schmutzig und lutscht immer noch am Daumen. Diesen Hunger, diese Gier, nach Schönheit, Liebe, nach dem Leben, spür ich heute noch in mir. Ungebrochen, ungestört, so ist mir als Kraft gegeben, was oft nur als Schwäche gilt. Nächsten Morgen wickle ich den Büffel in Zeitungspapier. Meine Mitschüler prügeln mich gerne und neulich haben sie mich gepackt und meinen Daumen in frische Kuhscheiße gesteckt. Darum nehme ich heute den Umweg. Ich klettere über den Zaun, durchquere die Wiese, den Wald, springe dann über den Bach, ich rutsche aus und stürze, der Büffel fällt mir aus der Hand. Ich fische ihn aus dem Wasser. Es regnet und ich komme zu spät. Ich klopfe an, betrete die Klasse, alles lacht. Einer schreit, diese Potsau wühlt schon genauso im Dreck wie sein Alter. Und der Lehrer sagt, schon wieder Hans der Träumer, wo kommst du her? Ich will etwas sagen, kann aber nicht, ich hab's nicht gelernt. Wenn mich etwas stark angreift, kann ich nie sprechen. Bis heute noch nicht richtig. Ich drücke mich in meine Bank, durchlässt und friere im Traum. Diesen Hunger, diese Gier, nach Schönheit, Liebe, nach dem Leben, spür ich heute noch in mir. Ungebrochen, ungestört, so ist mir als Kraft gegeben, was oft nur als Schwäche gilt. Sozusagen hier in Haar. Ein Lied, das ich überhaupt noch nicht öffentlich vorgeführt habe, ist es gerade erst fertig geworden. Und falls ich irgendwie hängen bleiben sollte, bitte ich schon von vornherein um Entschuldigung und Verständnis. Aber einmal muss ich es ja machen. Nun bin ich seit 30 Jahren bin ich auf der Piste und auf der Bühne. Natürlich kenne ich immer noch Lampenfieber. Das stärkste und schärfste Lampenfieber stellt sich dann bei der Aufführung ganz neuer Titel ein. Und das ist oft ganz ein ganz entsetzliches Gefühl. Aber da müssen wir durch. We are the professionals.
wie gesagt, ich habe auch vorhin schon angedeutet, dass ich mich mit meiner Kindheit und Jugend beschäftige. Und auch dieses ist eine Erinnerung an einen Zustand, den ich seit meiner Kindheit nicht wieder erlebt habe, aber erleben möchte. Ich weiß aber nicht, wie ich das Erlebnis herstellen soll. Es geht um die Stille. Ich habe seitdem nie wieder Stille erlebt. Und die kriegen wir auch nicht mehr. Und inzwischen ist es ja auch so, dass die Menschen sich durch Stille bedroht fühlen. In den USA weiß ich, dass es da schon dass Kassetten, also Geräuschkassetten, einen reißenden Absatz finden. Wenn die Leute mit ihren Mobilhomes in die Rocky Mountains fahren, aus New York, dann stecken sie in den Walkman und legen sich hin und dann sind da Autobahngeräusche drauf und dann können sie in den Rocky Mountains gut schlafen. Das kriegen wir bald an. Also ich bin wieder mal voll im Trend bei der Geschichte. Die Stimme. Die Dämmerung kommt, ein erster Hauch. Des Nachtwindes streift die Holunderstrauch. Der sich gern an die Häuser der Menschen drängt, ihre Leiden lindert, ihr Fieber senkt. Das schüchterne Mist und der kräftige Duft. Du lauschst und du atmest und du schmeckst diese Luft. Es wird kühl und doch brennt noch im schwindenden Licht die Hitze des Tages auf deinem Gesicht. Noch ein Rascheln und Räuspern der Eichen im Wind, das Tuscheln der Birken, die noch runter sind. Das Zischen der Paddel, die jetzt aussuchen will. Nun ist es dunkel und endlich ganz still. Auch das Dunkel hat Farben, die Stille krümmt. Wenn du willst, dass sie dich wieder zu dir bringt, dann gib Acht, deine Ohren sind zu ungeübt, um den Ton zu deuten, dein Blick ist getrübt. Von zu hastig wechselnden Bildern vom Schein, von Sensationen und es könnte gut sein, dass du dir selbst begegnest wie einem Gespenst, nur weil du die Kräfte der Stille nicht kennst. Deine schwersten Gedanken schleppst du doch mit auf die Reise nach innen, nur ein falscher Schritt. Und du bist fallen, darum geh jetzt ins Haus. Bist doch müde genug, warum ruhst du nicht aus? Bist doch müde genug, warum ruhst du nicht aus?
Jetzt muss ich ja die ganze Gitarre wieder umstimmen. Stimmt halt alles. Da will ich das mal tun. Gitarren kriegst du ja auch immer weniger werden. Das, die Stimmung vorher nennt man Open Tuning in D Major. Und dann ist es wieder alles normal. Weiß ich nicht. Aber das war Ende der 50er Jahre, als wir uns alle amerikanische Namen gaben. Oder zu Beginn der 50er Jahre eigentlich schon. Aber ich habe nie einen amerikanischen Namen getan. Kein Arsch hat zu mir gesagt, Johnny zu Hannes oder sowas. Ich hieß immer Hans. Und jeder Heini hieß. Der Michael hieß dann Mike und heute machen wir es ja auch noch so. Einer hieß August, den nannten sie Django. Das hat er durchgesetzt. Ja. Naja, auch eine Kindheitserinnerung. Es gibt gute und schlechte. Ciao. Früher lief hier in der Rom, es ist schon ziemlich lang her. Einer, der ich Charlie, das nannte viele, wissen's gar nicht mehr. Ein paar andere, ich bin sicher, die erinnern sich noch gut an seine Hinterhältigkeit und die Angst vor seiner Wut. Manchmal blieb er ein paar Wochen mal verschwand er für eine Jahreszeit zum Sonne in der Haut und mit ausgebrochenen Haaren war er plötzlich statt wie man nach einer Weile wieder hier. Für uns Jungs war er der König, für die Alten mehr ein Tier. Thank you.
der Zeit. Wie gut sein Blut hält ihn stand, mit Würde verbringt ganz heimlich mit der Kippe reingebracht. Was außer das Fass jeder sie für ein Schusslöcher hielt, und der Sohn von Apotheker hat sofort danach geschielt. Der Kopf des Charles hängt zu einem unverschämten Preis, tot ist schmutzig wie es war mit seinen Löchern und dem Schweiß. Sicher hat er fest geglaubt, er war fest nur anzuziehen. Und Charles Kraft und Schönheit übertrügen sich auf ihn. Viele Mädchen wissen wegen Charlie von zu Hause aus, er nahm, dass er selbstverständlich macht, denn sich nicht viel daran. Doch nicht nur besonders freche Welt, doch nicht nur besonders freche wilde Mädchen wollten ihn, sogar brav, graue Mäuse wurden scharf vorher erschienen. Scheiße! Ich bin heute, ist nicht heute mein Tag. Ich singe euch jetzt noch zwei Titel. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ob ich eine Grippe kriege oder...